Herzlich willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Am kommenden Sonntag ist es soweit, der zweite weiße Riese in Duisburg-Hochheide wird fallen. Ja, wegen Corona hat sich die zweite Hochhaussprengung ja etwas verzögert. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen aber auf Hochtouren und dazu gehört auch die Planung der Evakuierung von tausenden Duisburgern. Noch ist alles ruhig, bei Karin Schattauer und in ihrer Wohnung. Das kann sich am Sonntag aber schon ändern. Denn sie wohnt im sogenannten Roten Riesen von Hochheide, direkt in der Nähe vom Weißen Riesen, der gesprengt wird. Und damit in der Evakuierungszone. Ein mulmiges Gefühl. Ja, das ist schon komisch. Also man verlässt die Wohnung und hofft, dass hier nichts passiert, denn das Haus ist sehr nah. Ein paar hundert Meter weiter sind die Vorbereitungen für die Sprengung im vollen Gange. Letzte Arbeiten werden am ehemaligen größten Taubenschlag Deutschlands vorgenommen. In den Katakomben des riesigen Bauwerks erinnert kaum noch was an frühere Wohnungen. Die Ingenieure laden die letzten Sprengsätze in das Mauerwerk. Und es wird mal wieder gestreikt. Ja, weil die Gewerkschaft der Lokführer mal wieder zum Arbeitskampf geladen hat, müssen sich Bahnreisende mit Zugausfällen und Verspätungen herumschlagen. Ja, bei aller Solidarität mit den Eisenbahnern, das Verständnis bei den Duisburgerinnen und Duisburgern, das schwindet so langsam. Ja, nicht so prickelnd, ne? Also, ich meine, jetzt reicht es langsam. Äußerst lästig, weil ich denke, es bleibt ganz viel an den Pendlern hängen, die jetzt auch wieder auf die Straßen gehen. Und die Straßen hier in Nordrhein-Westfalen, die sind überall gesperrt, gestaut, hat man nicht gesehen. Ich bin damit einverstanden. Was die da oben verdienen, die Manager, im Gegensatz zu den Leuten, die da tagtäglich Früh-, Mittag- und Nachtschicht machen müssen, das ist unheimlich. 3 Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und der Wahlkampf läuft dementsprechend natürlich schon auf Hochtouren. Nicht nur die 3 Kanzlerkandidaten sind allerdings auf Wahlkampftournee, auch andere Parteimitglieder sind für die großen 3 derzeit auf Stimmenfang. So nämlich wie auch Carsten Linnemann von der CDU. Er war beim traditionellen Unternehmertag im Haus der Unternehmer hier in Duisburg zu Gast. Mit kurzem, aber kräftigen Applaus geht es für Carsten Linnemann auf die Bühne beim Unternehmerverband. Ein Heimspiel als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Schauen Sie sich mal hier die Wirtschaft an. Die ist ja sehr breit gefächert. Also davon wird bestimmt die Hälfte mindestens unter Corona noch zu leiden haben. Und die müssen jetzt befreit werden von dem ganzen Ballast. Und deswegen brauchen wir in Deutschland eine Staatsreform, die wirklich verkrustete Strukturen aufbricht. Wir brauchen jetzt Aufbruch, Erneuerung. Worte, die in der anwesenden Wirtschaft gut ankommen dürften. Denn die Unternehmer, allen voran Markus Kortheuer, fordern viel von der neuen Regierung. Damit auch Linnemann die Belange der Wirtschaft vor Augen hat, gibt's ein kleines Andenken. Der Kompass natürlich einmal als Dankeschön, dass Sie hier waren. Für mich wichtig, halten Sie den Kurs. Denken Sie ein bisschen dran, was wir an Statements abgegeben haben, welche Belange wir haben, die für uns wichtig sind. Und darf mich noch mal ganz herzlich bedanken und hoffe, Sie haben einen sehr guten Endspurt. Vielen, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Im beschaulichen Serm im Duisburger Süden wurde vor einer Kapelle eine enthauptete Leiche gefunden. Ja, keine Sorge, das Ganze ist reine Fiktion und entsprang dem Kopf von Dieter Ebels. Er ist der Autor von den Duisburg-Krimis und er hat wieder zugeschlagen und Mord und Totschlag nach Duisburg gebracht. Sein Blick fiel auf die Häuser von Serm, die von hier aus nur noch etwas mehr als 100 Meter entfernt lagen. Mit schnellen Schritten eilte er zu der kleinen Kapelle. Direkt vor der Kapellentür legte er den Körper ab. Dieter Ebels hat es wieder getan. Eine weitere Leiche im Duisburger Stadtgebiet platziert. Natürlich nur in einem seiner Duisburg-Krimis. Sein neuestes Werk beginnt an der Dionysius-Kapelle in Duisburg-Serm. Wie immer mit einer Leiche. Ich fange immer an mit einer Leiche irgendwo. Wie beim Tatort, ich will eine Leiche ermitteln. Und ich baue auf dieser Leiche eigentlich die ganze Geschichte auf. Ich weiß vorher noch gar nicht, was passieren soll. Und es passiert eine ganze Menge. Auf diesen Treppenstufen wird im Buch eine enthauptete Leiche gefunden. Und so viel sei verraten, es wird nicht die letzte gewesen sein. Getreu dem Schauplatz gruseln sich Leserinnen und Leser durch eine kirchliche Krimi-Geschichte. Das war unser Studio 47 Wochenupdate. Viele weitere Themen und News finden Sie online unter www.studio47.de oder natürlich in unserem TV-Programm 24 Stunden live aus der Region. In dem Sinne alles Gute und bis nächste Woche. Wir sehen uns.